Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Heute geht es um das neue Werk von Saltatio Mortis mit dem Titel Für immer frei. Dieses Album hat sich meine Süße gekauft, aber es ist ja unsere Sammlung, also ja, reviewt das natürlich auch. Es ist ja auch ein aktuelles Album und ich bin mit dieser Band ja auch schon in Berührung gewesen, im Grunde genommen. Ich habe eine CD von denen und zwar das Album Das zweite Gesicht. Damals habe ich mich dafür interessiert, was es denn noch so in dem Bereich gibt, Subway to Sally. Ich habe damals Subway to Sally entdeckt und fand das ganz gut. Und dachte mir dann so, ah, was gibt es denn da eigentlich noch so in dem Stil? Und habe dann neben, wie hießen die, Adaro, auch noch Saltatio Mortis entdeckt. Und wie hieß die dritte noch da? Ja, in Extremo natürlich. So, aber auch durchs Radio viel natürlich. Ja, und dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und auch unbekanntere Geschichten und so. So, ja, Saltatio Mortis. Ich glaube, das letzte Studioalbum hatte ich auch rezensiert auf meinem Kanal. Wo die eine Scheibe eher Deutschrock war, es war ja ein Doppelalbum und die zweite, wie hießen die nochmal, die letzte Scheibe, ich habe hier gerade die Diskografie offen, Brot und Spiele, genau, von 2018, dazu müsstet ihr auf meinem Kanal eigentlich ein Album finden, ein Review finden, ja, Saltatio Mortis ist halt eine Folk-Metal, Folk-Rock-Band, Mittelalter-Metal, Mittelalter-Rock, ja, gegründet oder ja 2000 in Mannheim. Also die singen auch überwiegend deutsche Texte und setzen sich aus 8 Leuten zusammen, die da wären: Jörg Roth, aka Alea der Bescheidene, Timo Gleichmann, aka Lasterbalk der Lästerliche, Gunter Kopf, aka Falk Irmenfried von Hasenmümmelstein, Christian Sparfeld, aka El Silbador, Frank Heim, aka Bruder Frank, Jan Michon, aka was? Jan Merchant, der Tambour, Robin Biesenbach, aka Luzi das L und Till Grohe, aka Till Promill. So, ich wollte das erstmal so vorlesen, weil ich hier auch mal die realen Namen habe. Im Booklet sehen wir dann auch, wer was macht. Oh, da brauche ich mal eine Lupe. Das ist das Problem bei diesem Booklet gewesen, so ein bisschen. Ja, ich habe natürlich eine schlechte Augen, muss man so sagen. Alea ist am Mikro. Elsie spielt Dudelsäcke und Schalmein. Falk die Drehleiern. Frank den Bass. Jan spielt Gitarren, Piano, Percussion und Backing Vocals. Und Lasterbalk gibt die Drums. Während Luzi Dudelsäcke, Schalmein und Whistles spielt. Und Till Gitarren, Buzuki und Backing Vocals. Wir haben hier auch noch ein paar Gäste, aber dazu komme ich dann nachher, wenn ich über die einzelnen Songs des neuen Albums spreche. Ich habe hier, oder wir haben hier die Edition mit 2 CDs, ja. Und auch da, zu der zweiten CD, werde ich ein bisschen was sagen. Soweit ich das kann. Aber da kommen wir dann noch zu. Kommen wir erstmal zur Band an sich. Die hat natürlich eine Diskografie, die Band. Und zwar gab es da 20... Nee, kann nicht sein. 20 Alben können es nicht sein, oder? Doch so viel. Ah, na gut, einige gibt es in mehreren Editions wohl. Also es gibt halt das Album zwar von 2001 namens Tavernakel, dann die mir bekannte Das zweite Gesicht, die ich auch im Regal stehen habe, kam 2002. Im Jahr 2003 kam Heptessenz, Marktmusik des Mittelalters. 2004 kam dann das Album Erwachen. Und 2005 gab es dann ein Live-Album namens Manufaktum, live auf dem Mittelaltermarkt. Ebenfalls 2005 erschien das Album Des Königs Henker. Dann kam 2007 die Scheibe Aus der Asche. 2009 gab es das Album Wer Wind sät. Manufaktum 2 erschien dann 2010. Ein Jahr später, 2011, kam das Album Sturm aufs Paradies. Dann gab es 2011 ebenfalls noch den Release 10 Jahre wild und frei. Scheinbar ein Best-of, ich weiß es nicht. Das schwarze 1x1 folgte dann 2013. Manufaktum 3 ebenfalls 2013. Dann kam das Album Zirkus Zeitgeist 2015. Es gab dann aber auch noch 2015 Zirkus Zeitgeist ohne Strom und Stecker. Also in der Unplugged-Version, wenn man so will. Ja, und dann kam Brot und Spiele 2018. Es gab dann noch Brot und Spiele Klassik und Krawall 2019. Das ist dann wohl so eine
Orchestral Editions oder so, ja. Und dann gab es jetzt aktuell noch Sons of Saltatio. Was ist das denn? Das ist mir ja komplett entgangen. Oder was haben wir hier? Okay. Scheint eine EP zu sein oder was? Naja, egal. So, jedenfalls kommen wir jetzt hier zum neuen Studioalbum und da zeige ich euch jetzt erstmal. Soll ich mal ein bisschen heller machen? So, damit wir hier mal kurz ein bisschen die Optik betrachten können. Ja, das Cover-Artwork, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt Blind Buyer bin und nicht die geringste Ahnung habe, was ich denn jetzt von Saltatio Mortis von einer Musik erwarten darf, würde ich jetzt nicht gerade auf Folk- und Mittelaltermusik schließen und läge damit auch richtig. Da kommen wir aber noch zu, wenn ich zum Inhalt des Albums komme. Ja, es ist halt so ein, ja, ich weiß gar nicht so recht, wie ich dieses Cover-Artwork finden soll. Aber naja. Was ich interessant finde, ist hier, die Fingernägel scheinen dann irgendwie die beiden CDs zu repräsentieren. Einmal hier, ne, das eigentliche Album und hier dieses Gemischte mit den gemischten Mustern ist dann vielleicht der Sampler, wenn man so will. Denn wir haben bei CD2 im Grunde einen Sampler, ein Various Artist Album. Ja, aber da komme ich dann jetzt noch zu. Ja gut, dann hinten drauf, ja, weiße Schrift auf weißem Grund, ja, ist die beschissenste Wahl, die man treffen kann. Warum hat man nicht wenigstens noch eine dunkelgraue oder schwarze Outline gewählt, damit man die Worte, die man hier sieht, auch klar und deutlich lesen kann, ja. So muss ich immer so, ah, was steht da? Wird? Ja, also da habe ich echt Schwierigkeiten gehabt. Das nicht gut. Nochmals nicht gut und noch viel nicht guter ist, wenn ich das Ganze hier dann aufklappe. Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, denn die CDs befinden sich hier, ähnlich wie bei ACDC, bei der neuen ACDC, in diesen Pub-Slip-Dingern, ja. Zum Kotzen. Unvorteilhafter geht nicht. Aber heute sind wir ja alle Ökos und müssen ja die fucking Welt retten und unterstellen natürlich allen Sammlern, dass sie ihre CDs kaufen und sofort im Anschluss das Plastikcase draußen zwischen einen Baum, einen Fliegenpilz auf die Wiese werfen, ne? Damit da nichts mehr wachsen kann. Das ist halt die Intention eines jeden Sammlers. Wir behalten nur die CD, das Booklet und vielleicht auch das Papier hinten drauf, also hier das Backcover. Aber das Plastik, das schmeißen wir dann absichtlich in die Natur, um die Umwelt zu verpesten. Um uns da aufzuhalten, hat man sich jetzt überlegt, die neuen Alben nur noch in Presspappe rauszuhauen. Ja, wahrscheinlich auch recyceltes Material. Das ist auch ganz rau so hier. So, ne? Es fühlt sich wirklich an wie so ein, Bio-Eier-Karton. Ne? Ja, es ist großartig. Ihr habt die Welt gerettet. Herzlichen Glückwunsch, Saltatio Mortis. Was für eine Scheiße, ja. So, da haben wir hier nochmal ein größeres Motiv überlaufend. Ja, ist halt Teil des Cover-Artworks oder so ein bisschen. Und dann hier, was ist denn hier? Eine Cyber, was soll das sein hier? Was soll das sein? Eine Cyber-Taube? Oder was? Keine Ahnung. So, egal. Gut, da haben wir hier nochmal ein Bandfoto dann. Und das war's dann mit der Optik schon mal soweit. Ich hole die CDs jetzt. Moment. So, das ist die eine Scheibe. Ja, ihr seht, es wird auch. Jetzt ist das Ding runtergefallen. Klasse. Wird auch nichts geboten. Ja, einfach nur grau und dann für immer frei. So, jetzt kann ich hier mal sehen, dass ich die CD hier wieder irgendwie hochkriege, Mensch. Ohne dass ich die groß beschmutze. Vorsichtig. So. Die CD, die Hülle meine ich. So, rein da wieder mit und gut. So. Ich hasse solche Cases, ja. Was soll's? Ist die CD von meiner Süßen. Aber ACDC haben mich ja genauso enttäuscht dieses Jahr. So, dann kommen wir zum Booklet. Auch hier, hört ihr das? Ja, ist auch so ein Ökopapier. Das ist wahrscheinlich schon, das war wahrscheinlich vorher schon ein Eierkarton. Davor war es eine Milchtüte. Davor war es, keine Ahnung, der Staatsvertrag. Und dann davor war es, ich weiß es nicht. So, egal. So. Was riecht denn da für ein Scheiß? Also, innen drin haben wir hier einmal ein Vorwort und hier immer auf der Seite ein Foto eines Bandmembers. Wir haben dann hier, ey, was ist denn jetzt? Geht das zusammen? Nein, ich gebe nicht so. So, und was geht dann hier weiter mit den Lyrics? Hier hat man glücklicherweise auf schwarze Schrift gesetzt. Die Lyrics konnte man dann relativ gut lesen. Ja, ich persönlich habe halt ein Augenproblem, so ein bisschen natürlich. Und brauchte dann schon hier und da
eine Lupe. Das liegt aber auch daran, dass es derzeit ein bisschen düster ist hier, ne? Wegen dem Winter und Herbst und so. Aber ich habe ja die Lampe da hinten. Egal. Ja, und so geht das ganze Booklet hier durch. Und immer am Bandmember und die Lyrics und hinten noch so ein bisschen Infos. Ja, und hier nochmal so ein bisschen, nicht für eine Taube, ne? So, und jetzt kommt das Geilste. Jetzt darf ich nämlich das Booklet. Ich kann euch das gar nicht zeigen, ohne dass die CD rausfällt. Moment, ich muss die CD rausholen. Ich muss das Booklet jetzt hier reinfummeln. Und dafür muss ich die zweite CD rausnehmen. Weil sonst, ihr seht das ja, das geht dann ja hier runter, da würde hier flupp die CD rausfallen. Ist das nicht wundervoll? Ist das nicht eine tolle Lösung? Ja? Ist das nicht herrlich, dass ich denn jetzt hier da das Booklet reinfummeln muss wie so ein Bescheuerter? Ja, und weil mir sonst die ganzen CDs hier auf den Fußboden fallen. Mir als Sammler tut sowas weh. Ja, dann habe ich lieber ein Plastikcase, wo ich die CD einfach reinklippen kann und gut. Und ich passe darauf auf, dass es heile bleibt. Ja, ich habe da drüben CDs stehen. Die stehen da seit 30 Jahren im Original Jewel Case. Ist das Umweltbeschmutzung? Hat das da draußen die Bäume belastet? Dass das 30 Jahre im gleichen Case da drüben schon steht? Ja, ich weiß es nicht genau. Was für ein Dreck, ey. Ich kann mich darüber aufregen über so einen Quatsch. Naja, okay. Ich bin ganz schön im Rant-Modus, warum? So, okay, kommen wir zum Album. Dieses Album dürfte jeden Ursprungs-Saltatio für Mortis-Fan relativ enttäuschen, denn man folgt dem Brot- und Spiele-Weg, sag ich mal, und bleibt auf dem Deutschrock-Kurs mit Folk-Elementen. Ja? Ihr findet unten in der Infobox auch eine Album-Playlist zu dem Album, da könnt ihr das ganze Album reinknallen, wenn ihr wollt. Und ich verlinke euch unten natürlich auch die offiziellen Videos, die ich gefunden habe. Und so könnt ihr auch mal ein Musikvideo von denen schauen. Ne? Es ist aber kein Scheißalbum, finde ich, muss ich dazu sagen. Es ist eben einfach da, dieses Album. Ja, ich muss wirklich sagen, ich könnte euch jetzt keinen der Titel nachträllern, spontan. Keine der Melodien hat sich ausreichend genug festgesetzt, dass ich sage, oh, das ist ein schöner Ovo. Ja, aber es ist trotzdem alles auf einem natürlich einem recht hohen Niveau, sag ich mal, wenn man denn einfach nur Deutschrock hören will, mit vielleicht so ein bisschen Dudelsack dabei. Ja. Ohne, dass es groß wehtut oder wir kommen das denn alles ins Haus. Also das Ganze beginnt mit ein Traum von Freiheit. Hat ein atmosphärisches Flöten-Akustik-Intro oder ist ein atmosphärisches Flöten-Intro, wenn man so will, mit ein bisschen Akustik dabei, Gitarren dabei und schöne Melodie und nach hinten raus, es geht eine Minute noch was und nach hinten raus wird es ein bisschen epischer. Und dann, das ist aber nur so ein kleines Intro. Und das fand ich eigentlich noch ganz, och, gehen sie jetzt doch wieder so ein bisschen in die Mittelalter-Rock-Richtung, na, dann warten wir mal ab und dann kommt der erste richtige Song, bring mich zurück, ja, das geht gleich los. Punkig, rockig und erstmal diese typischen Deutschrock Chöre. Ja. Kaiser lassen grüßen und Co. Ja. Oder die Hosen nehmen. Ja. Dazu natürlich ein bisschen Dudelsack, weil man will ja trotzdem noch, die Folk-Gemeinde nicht ganz verlieren. Strophen klingen wieder 1:1, als würde Campino auf der Bühne stehen. Ja, sowohl von der Art der musikalischen Intonierung, also von der Umsetzung her, als auch stimmlich kommt er ja eigentlich recht nah ran. Und dieser Tote-Hosen-Vibe durchzieht das komplette Album. Ja, mit zwei, drei Aussetzern, ja, die dann auch als Höhepunkte zu verzeichnen sind, meiner Ansicht nach. Aber da komme ich dann noch zu. Der Refrain, ja, der ist halt richtig Deutschrock-typisch. Kann ich nicht anders sagen. Das trifft ja auf die meisten Refrains zu auf dem Album. So, zu Stück Nummer 3, Loki, findet ihr auch unten einen Musikvideo-Link. Hat ein akustisches Intro mit einer kleinen Strophe. Dann geht's rein. Wir haben so einen netten Mittempo-Deutschrock mit etwas härteren Riffs und Dudelsack-Parts. Und natürlich, da hört ihr das dann auch im Refrain, die Wow-Wow-Wow-Parts natürlich. Ne? Ist aber schön eingängig, kann man sagen. Loki fand ich jetzt ein bisschen besser als Bring mich zurück. Stück Nummer 4 ist Linien im Sand. Hat einen ruhigeren Einstieg mit Dudelsack. Ja. Dann so akustische Mittempo-Strophen, das gefiel mir eigentlich recht gut. Textlich geht es gegen falschen Patriotismus. Ja? Und dann wird der Song punkig, rockig und der Refrain passt dann entsprechend auch zu diesem punkrockigen Deutschrock-Flair, wenn man so will. Ja? Nach hinten raus so ein bisschen. Stück Nummer 5 ist Für immer jung. Dazu findet ihr ebenfalls einen Musikvideo-Link. Der Einstieg, also da muss ich es echt wirklich sagen,
Also wenn ihr geglaubt habt auf Brot und Spiele oder jetzt hier bei dem ersten Song hier, ja, klingen die klingen Saltatio nach den Hosen, ja. Mit Für immer jung werden Saltatio Mortis zu einer 1 zu 1 Tote Hosen Kopie, denn der Einstieg des Songs ist fast exakt derselbe wie bei Tage wie diese. Der ja schon bei Hardcore-Hosen-Fans auch nicht so beliebt ist, der Titel, ne? Weil es da ja schon in diese poppige Deutschrock-Richtung geht halt so ein bisschen, ne? Ja, es ist halt, die Firma Jung ist halt so eine Feiernummer der flockigen Deutschrock-Art, ja. Natürlich wieder inklusive Wow-Wow-Chören im Refrain und dazu Dudelsack. So, mal kurz zum Thema Wow-Wow-Chöre. Ich liebe das ja. Im traditionellen Heavy Metal, wenn es episch und heroisch daherkommt. Aber dieses Tralala, wow, Deutschrock-Kram, das ist so Standard und abgelutscht mittlerweile, weil das so inflationär im Deutschrock missbraucht wird, kann man nicht anders sagen, ja. Das ist jetzt der Mitsing-Part, da kannst du auch, wenn du 10 Kisten Bier drin hast, noch wow mitmachen. 10 Kisten Bier, bist du tot, was rede ich denn da? Na, ihr wisst schon, was die 10 Bier. So, okay. 10 Kisten Bier, Alter. Heilige Scheiße, ja gut. Kommen wir zu Stück Nummer 6, Palmen aus Stahl. Da habe ich jetzt vom Songtitel her erwartet, oh, jetzt kommt irgendwas Weirdes, Lustiges, ja, nein. Palmen aus Stahl wendet sich gegen Klimaleugner. Textlich, ja. Und ist ein wuchtig stampfender Rocksong, fast metallisch, ja. Und hat in den Strophen von Riffing her so einen Rammstein-Einfluss, finde ich. Und mit Rammstein kann ich ja überhaupt nichts mehr anfangen, aber gut. Und natürlich lässt man es sich nicht nehmen, auch hier im Refrain. Wow. Ah, naja. Gut, dann, das ist halt wirklich, also meine Süße wird von diesem Album sehr begeistert sein. Die feiert so eine Musik, ja. Ne? Weil es ist Autofahrmusik für sie. Und ich habe die auch schon fürs Auto gebrannt, weil die Original-CDs dann der hat da im Autoradio schreddert, das ist immer so ein bisschen. Ja, Vibration, das Auto fährt und so, weil dann trauen dem nicht so ganz. Deswegen mache ich immer eine Kopie davon dann. Und da kann sie die dann rauf und runter hören, wenn sie auf der Arbeit ist. Und sie darf da ihren CD-Player nutzen, während der Fahrt, jedenfalls. So, dann kommt Stück Nummer 7, Löwenherz. Da findet ihr ebenfalls einen Musikvideo-Link. Ja, das ist ein treibend schneller, deutschrockiger Song mit Dudelsack wieder. Auch hier wieder dieser Hosen-Strophen-Vibe, dieser tote Hosen-Strophen-Vibe, ja. Wir haben hier auch einen schicken Mitgröhre-Refrain dieses Mal. Ich glaube, hier gab es auch keine wirklichen Wow-Wow-Passagen. Trotzdem ist er eingängig, der Refrain. Und es gibt hinten noch so eine nette mehrstimmige Refrain-Bridge. Strophen-Refrain-Bridge oder so. Ja, das fand ich auch ganz nett. So, dann kommt der kurioseste Song des Albums, möchte ich sagen. Den ich auch im Vorfeld schon gehört habe. Und da war ich umso erstaunter, dass trotzdem meine Süße zugeschlagen hat, die das Album gekauft hat. Und zwar Mittelfinger Richtung Zukunft. Auch hierzu findet ihr ein Video, Link unten. Und ja, das ist dann auch mit Gästen versehen, dieses Werk. Und zwar haben wir hier Swiss und die anderen. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Das sind irgendwie die einen Gäste hier, ja. Und Henning Wieland von den H-Blocks. Und jetzt könnt ihr euch auch schon denken, in welche Richtung das geht. Mittelfinger Richtung Zukunft hat so ein etwas hymnisches Intro erst noch. Dachte ich, okay. Dann wird es aber zu einem Mid-Tempo-Crossover-Song. Mit Rap-Parts. Ja. Das möchten Saltatio Mortis Hardcore-Fans natürlich haben. Ja. Im Mittelalter wurde ja auch so viel gerappt. Nicht wahr? Ja. Ja, und natürlich, um euch trotzdem nicht zu enttäuschen, darf dann auch der Mann am Dudelsack ein bisschen tröten. Ne? Ich bin gespannt, ob dieses Album, ich werde es ja zwangsweise auch im Auto oft genug hören, ne? Ich bin gespannt, ob dieses Album ein Grower ist. Ja, oder ob ich irgendwann sage, boah, ich kann es nicht mehr hören, Schatz, können wir nicht eine andere CD einlegen? Ich bin gespannt. Ja, ich habe die jetzt erst einmal gehört. Das ist ein spontaner Eindruck hier, ne? Aber gut. Und diesen Song, den habe ich jetzt das zweite Mal gehört. So, dann kommt Stück Nummer 9. Für mich ein kleines erstes Highlight. Rose im Winter ist ein ruhigeres Mid-Tempo-Stück mit schönen. Ja, sind das Whelean Pipes? Es klingt so ein bisschen danach. Ich kenne mich nicht mit den ganzen mittelalter Instrumenten aus. Also netten Dudelsack-Sounds, so ein bisschen, ja. Textlich geht es um so um die verflossene Liebe oder irgendwie sowas, ja. Wir haben akustisch umgesetzte Strophen und einen sehr netten Refrain. Der ist zwar allein gesungen, aber es passt in diesem Fall, weil es auch ein ruhigeres Stück ist. Rose im Winter ist so eine angenehme Halbballade, die vielleicht, wenn man sie ein paar Mal hört, dann auch tatsächlich so ein kleiner Grower sein kann.
und sich dann so ein bisschen festsetzt, vielleicht dann doch. Ja, weiß ich nicht, bin gespannt drauf. So, dann kommt Stück Nummer 10, Factus de Materia. Ja, und hier dürfen dann die echten Saltatio Mortis Oldschool-Fans ein bisschen aufjubeln, denn das hier versprüht zum ersten Mal wirklich Mittelalter-Flair. Ja, der Text ist schön rau und kraftvoll in Latein gesungen. Wir haben schicke, mehrstimmige Chöre am Start. Hinten raus wird es ein bisschen flotter und tanzbarer, sag ich mal. Und es ist bisher der brauchbarste Mittelalter-Folk-Metal, Folk-Rock-Song. Wenn man so Metal nicht, Folk-Rock-Song, ja. So, und in dem Stil würden sich ich glaube, die Fans würden sich in dem Stil mal wieder ein ganzes Album wünschen. Ja. Allerdings, ich persönlich bin jetzt nie der Hardcore-Fan gewesen, deswegen finde ich das auch okay, was die hier machen. Die haben sich halt in die Deutschrock-Richtung entwickelt. Ja. Ich kann natürlich allerdings auch Hardcore-Fans verstehen. Meine Süße ist allerdings schon seit vielen Jahren Fans und sie hat diese Entwicklung auch positiv wahrgenommen. Ja, das liegt aber auch daran, weil sie eben auch sonst viel Deutschrock und gern Deutschrock hört. Ja. Sie würde sich jetzt wahrscheinlich eher aufregen, wenn die sich jetzt in die Richtung Melodic-Death Metal oder so entwickelt hätten. Das gibt's ja auch, ne? Cool. Stück Nummer 11 ist Seitdem du weg bist. Und da musste ich erstmal cringen, als das Ding losging. Ja, da dachte ich erst, was ist denn jetzt? Sind wir jetzt im Schlager angekommen oder was? Wir haben hier wirklich so eine richtige, weiß ich nicht, Christina Stürmer Popgitarre mit so ein bisschen Claps dazu. Ja, also das ist wirklich knapp vorbei am Schlager, das Stück, finde ich. Aber handgemachten Schlager allerdings. Also wir haben hier keine elektronischen irgend so eine Drummaschine oder was, ja. Drumcomputer. Ja, zum Glück kommen dann auch noch Gitarre und Dudelsack beim Refrain dazu und dann wird es noch zu einem etwas besseren Stück, sag ich mal. Ja, der Song, also der Text, war ich, weiß ich nicht, nicht ganz. Da wird über Mordor und den Ring gesungen. Und in der nächsten Strophe geht es um Darth Vader, ja. Das ist denn wohl irgendwie so oh, hier, wie heißt dieser Scheiß-Song da? Wo der eine Typ da die ganzen 80er-Songtitel verwurstet in einem Song, der überhaupt nicht 80er klingt, ja. Weiß ich nicht, den singt der Scheiß-Drachenlord ja auch gerne da, weiß ich nicht, Melonen an der Brust und eine Flöte auf dem Hut oder was weiß ich, was denn da immer so ein Scheiß singt da. So, egal. Ich gebe hier einen Quatsch von mir. Na ja, gut, okay. Ist noch früh. Dann kommt Stück Nummer 12, Keiner von Millionen. Ja, und direkt wieder dieser oh, Punk-Einstieg mal wieder. Ja. Der Text ist dieses Mal pro Querdenker. Ich bin so stolz, ein Querdenker zu sein. Ja. Natürlich gibt es dann auch etliche Male wow. Ich weiß nicht, das brauchen die Querdenker vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Plus Dudelsack. Und dann gibt es auch so Erwähnungen und Textpassagen wie ja, Rattenfänger und Faschisten. Ja. Ich bin froh, dass ich da so ein bisschen die Mitte bin. Ja, dass ich da nicht, ich positioniere mich ja in keine extreme Richtung zum Glück. Ne? Aber gut, wenn man es dann braucht. So, dann kommt Neustart für den Sommer. Das ist dasselbe in Grün. Ja, hier haben wir auch wieder Punkrock im Hosenstyle. Ja, und dieses Mal haben wir einen Corona-Leugner-Text. Ja, ha, wir wollen wieder feiern, bla bla bla. Wir wollen nicht alle, wir wollen lieber Party machen und dann sterben. Ja, statt ein, zwei Jahre das Ganze auszusitzen. Ne? Ja, egal, anderes Thema. Aber der Refrain ist natürlich wieder mal schön mitgröltauglich, damit auch alle in den leeren Bierzelten das mitsingen können. Oder so. Aber gut, ja, auf den Partys, ja. Die in Zukunft jetzt nur noch in Ballsälen stattfinden können, wegen den Abstandsregeln, ne? Gut, weiter. Der letzte Titel ist Geboren, um frei zu sein. Hat einen melodischen Einstieg mit Dudelsack, das Stück. Die Strophen sind dann wieder so, ja, seichter Deutschrock, ja. Hat allerdings einen netten, strophenhaften, also mit mehr Text versehenen Refrain. Und der Text selbst, ja, es geht halt so ein bisschen um Gleichberechtigung. Und da werden dann Sätze gesagt wie, Hautfarbe sollte nicht von Belang sein. Ja, stimmt, sollte es nicht. Ja, aber gerade die, ja, die es immer wieder zum Thema machen, für die ist es dann doch von Belang. Die sagen, oh, ich bin so gegen Rassismus, sind für mich persönlich die wahren Rassisten, weil sie es immer wieder äußern müssen, ne? Ja, die Menschen, die zu einem Schwarzen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gehen und sagen, ich sage dir jetzt, worüber du aufgebracht sein musst, damit ich mich als besserer Mensch fühlen kann. Das ist das wahre Problem. So, gut. Also, Saltatio Mortis mit dem neuen Album Für immer frei.
Ja, dürfte die Oldschool Sons of the Immortals-Fans weitestgehend enttäuschen. Vielleicht bis auf diesen Latein-Titel Factus de Materia. Ja. Aber wenn ihr euch diese Edition kauft, könntet ihr vielleicht noch ein bisschen was Schönes auf der zweiten CD finden. Denn diese heißt Aus fremden Federn und ist ein 15-Track-Sampler, in dem verschiedene Bands auf verschiedene Weise, immer auf ihre Art und Weise, Sons of Immortals-Songs covern. Ja. So, es geht los mit Emil Bulls, die machen Ich werde Wind. Ja, das ist eigentlich nur eine aggressivere Version von Ich werde Wind. Emil Bulls ist ja so eine, was ist das? New Metal Band oder so. Ja, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Da läuft dann und wann was bei Radio Bob, kickt mich irgendwie nicht, aber gut. Stück Nummer 2 ist dritte Wahl mit ihrer Version von Dorn im Ohr. Das Ding ist punkig und rau umgesetzt und hat nette, schöne, punkige, mehrstimmige Chöre auch. Das gefiel mir eigentlich ganz gut. Stück 3 ist Die Happy mit Große Träume. Das ist, glaube ich, sogar von der Brot- und Spiele-Scheibe, dieser Tote-Hosen-mäßige Song. Ja. Das ist eine, ja, moderne, mit moderneren Riffs umgesetzte Version und hier in dem Fall durch Die Happy natürlich mit weiblichem Gesang. Die Happy ist ja so eine Alternative, Female Fronted, Crossover-Geschichte oder so, ja. Der Refrain kann hier in dem Fall allerdings nicht so mitreißen wie beim Original. Das Ding nimmt dich nicht so mit wie das Original von Große Träume. Wenn ihr denn auf diesen Stil steht, auf diesen Deutschrock-Satz-Mortis-Stil. Ne? So, dann kommt ein kleines Highlight, das ist Stück Nummer 4. Kissin' Dynamite, eine unserer Lieblingsbands, von mir und der Süßen, ja, haben Where Are All the Clowns gecovert. Also, wo sind all die Clowns? Und das ist auch wirklich ein tolles Cover, denn Kissin' Dynamite schaffen wir es, dem Song eine eigene Note zu verpassen. Wenn du jetzt nicht weißt, das ist jetzt von Sons of Immortals im Original, könntest du meinen, es ist halt ein Kissin' Dynamite-Song. Allerdings hat man sich hier für eine Wow-Wow-Choral-Nummer entschieden. Also sind auch diese Chöre hier drinne wieder. Ne? An Kissin' Dynamites Stelle hätte ich mir vielleicht einen älteren Song ausgewählt. Wie schön Klassiker und dann verenglischt. Und dann in ihrem Hair-Metal-Hard-Rock-Stil, den Kissin' Dynamite da so machen, umgesetzt so ein bisschen. Ne? Aber gut, dann kommen wir zu Asp, eine Band, mit der ich nie was anfangen konnte. Ja, also wirklich. Ich habe so viel von denen gehabt und gehört. Ich habe ja angefangen auf dem Gothic-Radio und da musste ich immer Asp spielen. Bis es mir überall rauskam. Ja, und die covern hier Prometheus. Ja, das klingt halt wie eine Arthouse-Rammstein-Version. War überhaupt nicht meins, das Ding. Ne? Ja, dann haben wir noch Subway to Sally. Die covern hier Sie tanzt allein und durch die Stimme von Erik Fisch ist das natürlich eine ganz eigene Note, die dem Song hier verpasst wird. Und fand ich eigentlich ein ganz, ganz ordentliches Cover. Ich habe die aktuelle Subway to Sally nicht gehört. Ja, da wäre jetzt interessant zu wissen, ob dann vielleicht dieses Cover von einem Sons of Immortals Song besser ist als das komplette neueste Album. Denn ich habe die nicht gehört, die neueste. Mir wurde davon noch abgeraten. Ja, aber gut. So, dann Fersengold sind hier am Start und haben Erinnerung gecovert. Und das haben sie sehr schön gemacht, weil es eine sehr schön folkige Umsetzung. Keine großen Härten, einfach Folkrock. Ja. So will ich das hören. Das ist schön. Das mache ich gerne hören. Ja. Genauso als nächstes Schandmaul covern Heimdall. Wer erinnert uns? Die Brot und Spiele hatte ja eine zweite CD und die zweite CD war dann wirklich Mittelaltermusik. Und da war eben auch dieses Heimdall drauf, soweit ich mich erinnere. Ja. Oder jedenfalls war Heimdall auf dem letzten Album einer von den mittelalterlichen Songs. Das weiß ich noch genau. Also haben sie sich eh da eine passende Nummer ausgesucht und das, ja, Schandmaul liefern da eine ganz gute Interpretation von. Auch ordentliche Riffs, der Sound von den Gitarren ist ganz gut, finde ich. Ja, so hat mir gut gefallen. Ja, dann kommt wieder ein Ausfall, Stück Nummer 9. Ruskaya covern Wachstum über alles und das ist überhaupt nichts meins. Also diese Ska-Scheiße mit Trompeten da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ja? Das Einzige, was ich bei Ruskaya mag, das ist die raue Stimme des Sängers. Das war's. Der Rest, geh mir weg damit, ehrlich. Ich kann nichts mehr. Dieser Hype um diese Band wird mir für immer verschlossen bleiben. Ja? Furchtbar. Ruskaya. Nein, danke. Als die Band neu aufkam, gab es einen Song. Dann habe ich mir angehört und dachte ich, oh, der ist ja nicht schlecht. Wenn die nur sowas machen, wäre die Band ja interessant. Und das ist Energia. Ja. Wobei mich auch da schon die Trompeten gestört haben. Aber das hatte noch eine gewisse Dynamik und Power. Ja, alles andere, und ich habe viel von der Band mittlerweile gehört. Alles, was ich mir da auf YouTube angehört habe, fand ich alles scheiße. So auch dieses Cover. Tut mir leid. Tut mir leid.
Nicht mein Ding, ja. Jetzt wird es aber noch ein bisschen schlimmer. Was könnte denn noch schlimmer sein, Slane? Ja. Stück Nummer 10. JBO covern dem Spielmann seinen Schwur. Und verballermannen diesen Song mit ihrem Plastikgitarren-Sound, ja. Die haben ja seit etlichen Alben diesen komischen Saft- und Kraftlos-Gitarren-Sound, oder wie soll man das beschreiben? Es klingt halt wie so eine Laserlight-CD aus von 1991. Und das ist dann jetzt Metal, oder was? Ja, es ist ja Pink. Es ist dann jetzt der pinke Metal, ja. Ach, das ist ja so witzig. Dieser Humor, Leute, ja, hier JBO, ja, der ist so ausgelatscht wie der von Mario Barth. Euer Humor ist genauso tot wie der von Mario Barth. Immer die gleiche Scheiße, die über sich selber lacht. Das ist JBO. Und das hörst du auch hier, ja. Dann kommt Sonderschule mit Europa. Ja, hier haben wir schon wieder Blasinstrumente zu Oh-Wow-Wow-Wow-Punk. Nein, danke. War auch überhaupt nicht meins. Keine Ahnung, ich kenne Sonderschule auch nicht weiter, die Band. Die nächste Band kannte ich auch nicht bisher. Indecent Behavior, Covern Spur des Lebens. Ja, war mir ein bisschen zu zerschraddelt. Von der Abmischung her hörst du die Vocals kaum. Weil insgesamt auch Saft und Kraftlos war auch nicht mein Ding. Tut mir leid. Ja, dann hingegen kommt auf Stück Nummer 13 Heavysaurus mit Dino-Freunde. Ja, das ist halt falsche Freunde umgesetzt mit Dino-Tags. Und wir wissen ja, was die Intention von Heavysaurus ist. Und das finde ich gut. Heavysaurus sind halt Mettler und Rockmusiker, die sich als knuffige Saurier verkleiden, um Tabaluga-Style den Kindern Rock- und Metal-Musik nahezubringen mit kindfreundlichen Saurier-Dino-Texten. Ja. Und das aktuelle Album davon, das wird auch noch ein Review erhalten auf diesem Kanal. Denn ich finde, es ist eine gute Sache. Sowas. So. Und dieses Cover hier, ja, war eine witzige, kindgerechte Umsetzung von Falsche Freunde. Ja, kann man sagen. Man muss natürlich den Sound mögen, dieses kindgerechte Metal, wenn man so will, ne? So, dann kommt Firkin, eine Band, die ich überhaupt noch nicht kannte, mit Bread and Games, und das hat mir gut gefallen. Das ist so diese Folk-Punk-Schiene, ja, und mit eingeenglischten Texten, oder wie sagt man, ja, also das Ding geht wirklich in Ordnung. Ja, und ganz am Schluss, da kam noch mal eine kleine Überraschung, kannte ich auch nicht die Band, Elfenthal, mit der Abschiedsmelodie. Ja, und das ist richtig schöne Celtic-Musik, kann man fast schon sagen. So Harfenklänge und dann so diese elfengleichen Gesänge weiblicher Stimmen, ne? Und fast total ruhig. Erst später wird es ein bisschen rockiger, so rein, also ein bisschen mehr als nur jetzt Harfe und Gesang, ja. Und das war eigentlich wirklich, das hat mir gut gefallen, hat eine gute Stimmung gehabt. Hatte so diesen Celtic-Mittelalter-Touch. Fand ich ganz gut. So, also. Eine ziemlich bunte Mischung auf CD2. Also ich würde tatsächlich dazu raten, diese Edition zu kaufen, weil, wenn ihr euch die kauft. Denn diese Bonus-CD ist interessant, finde ich. Weil die schön abwechslungsreich ist. Ja, da ist wahrscheinlich für jeden so ein bisschen was dabei, kann man wirklich sagen. Also da haben sie eine gute Auswahl getroffen an Bands, finde ich. Das Album selbst, ja, Satyr to Mortis wird eben mehr und mehr zur generischen Deutschrockband. Das wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Ja, ich fand es im Grunde genau wie letztes Jahr, so Sachen wie Kaiser und so, ja. Kann man sich eben gut anhören, das stört nicht, wenn es im Radio läuft, ne? Der eine oder andere Ohrwurm setzt sich dann vielleicht doch mal fest, ist dann ja ganz schön, ne? Es tat insgesamt nichts großartig weh, ist in Ordnung. Gut, dann bin ich mit diesem Review durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich werde bestimmt ein paar Satyr to Mortis Fans da haben, die mir dann vielleicht ihre Meinung mal unten reinschreiben. Das ist immer ganz interessant, finde ich, ganz nett. Und ja, da lesen wir uns dann wieder. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Farewell!